Moin Leute, heute im Video geht es mal nicht um das Thema LKW, sondern auf Nachfrage um das Thema BE, heißt Auto und Anhänger. Bei diesem Video gucken wir uns jetzt das ordnungsgemäße Abkuppeln eines PKW-Anhängers an. Viel Spaß dabei! Nachdem wir unseren PKW ordnungsgemäß abgestellt haben, heißt die Handbremse angezogen haben, Auto ausgemacht haben und den Zündschlüssel rausgezogen haben, geht es jetzt darum, den Anhänger zu sichern. Zunächst einmal ziehen wir die Handbremse und legen die Unterlichtkeile drunter. Da unser Anhänger in einer Waage steht und nicht abschüssig steht, legen wir die Unterlichtkeile jeweils zusammen unter einem Reifen. Nachdem wir das gemacht haben, können wir unser Stützrad runterfahren. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Reifen gerade steht. Somit könnt ihr später den Anhänger leichter ankuppeln. Nachdem ihr das Stützrad runtergedreht habt, können wir die Verbindung trennen. Heißt, hierbei zunächst das Stromkabel und zuletzt das Abreißseil. Hierbei ist die Reihenfolge egal, ob ihr erst das Stromkabel oder erst das Abreißseil vom Fahrzeug trennt. Nachdem ihr das gemacht habt, öffnen wir die Kupplung, indem wir den Hebel öffnen und den Anhänger mit dem Stützrad weiter hochfahren. Nachdem wir unseren Anhänger von unserem PKW getrennt haben, müssen wir als letzten Schritt nur noch unseren PKW 2-3 Meter vorfahren. Wie ihr gerade gesehen habt, ist das Abkuppeln eines PKW-Anhängers gar nicht schwer. Hat euch das Video gefallen? Abonniert unseren Kanal, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Geht so immer? Kann auch mal Tiguan fahren. Haben müssen wir das Fahrzeug